In der Weihnachtsbäckerei gibt so manche Leckerei. Nah, dann du am Anfang die Bohnen in der Reifen Bad und Spender, die Hände, Golden Flash, Backstop, every day in Chicago. Something like the way it feels, something you wanna kill. So Leute, heute zum ersten Advent backe ich. Da habe ich ja schon lange gesagt, was wir dazu brauchen, ist natürlich drei Rezepte, vier Sachen. Vier Sachen, mehr nicht, habe ich hier. Fünf. Wir brauchen Butter, Mehl, süßen Zucker. Zutaten, nach denen es schmecken soll. Und je nach Bedarf, ein Ei. So Leute, wir sehen schon, ich habe keinen großen Behälter, wo ich die großartig machen kann. Und deswegen habe ich einen Topf. Einen großen Topf. So. Und laut meinem Rezept, das ich kenne, brauchen wir, du hast einen Zucker dabei. Zucker und Mehl. Butter und Zucker. Und ein Ei, je nachdem wie es riecht. Und es ist kein Muss, aber ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, wird das dadurch ein bisschen geschmeidiger. Und ich würde sagen, erstmal die Butter auf. Ja, die Butter muss natürlich weich sein, aber eigentlich nicht ganz weich. Aber, also ich habe mich hier verletzt. Also ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber da ist Haut aufgerissen und das ist nicht schön. So, und jetzt waren 500 Gramm Mehl. Viel mehr. Mehl. Mehl. Und natürlich der süßeste Zucker, den es gibt. Der billigste. 250, da muss man jetzt drüber gucken. Da haben wir so eine schöne Anzeige. 250. Huh. Das ist mega 100. Das ist ein bisschen zu viel, muss wieder gesucht werden zurück. Ah, guck mal, Zucker lässt sich viel besser bändigen als Mehl, man sehe und staune. So, je nach Geschmack kommt jetzt hier rein, was ihr wollt. Ich will natürlich Vanille, beziehungsweise ich habe zu viel Vanille, das Vanillezeug muss weg. Eigentlich kommt da glaube ich noch ein Päckchen rein, aber wir sind der Mensi, wir machen natürlich alles übertrieben. Im Kochen und Backen ist mir das egal, für 5 Vanillezucker ausreichend für 500 ml Milch? Okay, habe ich noch nie gelesen, dass ich das in, also hier Vanillemilch draus machen könnte. So, und jetzt mal gucken, ob das Ei was noch ist. Das Ei ist ein bisschen älter. Passt. Es wird wirklich höllisch weh, diese offene Stelle. Ah. Naja, da würde ich sagen, kneten wir jetzt mal wie die Weltmeister. Jawohl, natürlich, ich knete, ihr habt euren Spaß. Ja, dann guckt mir mal schön zu. Peace.
schon. Langsam habe ich das Gefühl, es war doch ein kleines bisschen zu viel Mehl, aber es wird langsam was. Gucken wir mal, ob es schmeckt. Oh, ja. Schon ganz schön in Ordnung. Ja. Kann man damit leben? Kann man damit leben. Wollt ihr auch mal kosten? So, der Teig ist fertig. Ging ziemlich schnell zum Ende. Und die Sache ist, jetzt kommt das Ausrollen. Das Wichtigste, das Schönste an der ganzen Sache finde ich, das war ironisch gemeint, lacht. So, jetzt geht's los. Einige fragen sich bestimmt, warum ich den jetzt so ein bisschen geteilt habe. Ich finde, dann lässt er sich ein bisschen besser ausstechen, oder rollen, wenn die ausstechen, dann rollen. Und immer schön mit Mehl einpudern, ist immer schön, weil Mehl ist immer ziemlich gut, da haftet das nicht so. Und dann geht es los. So, das muss ungefähr reichen, alles ungefähr eine gleiche Höhe. So sollte es sein. Und jetzt kommt das Wichtigste, das Schönste, na, eigentlich wirklich schönsten Sache. Außer natürlich dem Probieren und dem Kosten und alles Mögliche. Die Figuren. Die Figuren habe ich irgendwann mal bekommen, deswegen habe ich nicht ganz so viele. Auch bei denen ist es wichtig, ganz viel Mehl. Glaube ich mal, weiß ich nicht mehr. Dann haben wir hier drüben unser Blech. Da kommen die ersten drauf, danach kommen nur durch das Papier wechseln am besten. Oder nur dazu. Zur Seite legen, das ist natürlich jetzt eine Auslegesache. Bescheid ist, eigentlich sollten die festhängen und dann kann man sie rausdrücken, aber ihr seht ja, wie weit das geht. Und ich glaube, hier in der Mitte ist es ein bisschen zu dick, aber es ist mir jetzt auch egal. Da machen wir die, das wird immer viel, viel besser. Ich habe schon die ersten tun die Köpfe über sich zusammenschlagen und denken sich so, ja, was macht die Menschen da? Ich kann euch beruhigen, ich weiß es selber nicht. Das ist das Schreckliche. So, wie gesagt, eigentlich sollten die ja dran festhängen, aber da gibt es eine nächste Möglichkeit, die man machen kann. Man macht es mit dem Messer. Schneidet man hier ganz sanft raus. Geht hier runter und ich weiß, was ich falsch gemacht habe, was ich vergessen habe. Und zwar auch Mehl gehört unter den Teig. Und den habe ich komplett vergessen. Kann natürlich auch mal passieren, dass wenn wir jetzt das nächste Mal schön dran denken. Und wie gesagt, die in der Mitte sind ein bisschen dick geworden, aber ich glaube, das ist jetzt auch relativ schnurzpiep egal. Ich bekomme jetzt schon Bauchschmerzen. Damals konnte ich kiloweise von dem Zeug roh essen. Und das ist schrecklich. Das ist sehr, sehr schrecklich. Vielleicht mal war das eine Mal ganz so gut. Aber das werden wir dann in ein paar Tagen merken, wenn ich nicht mehr reagieren kann. Nicht nur mache und der Teig ist ziemlich dick. In der Mitte, scheiße. Der ist ja doppelt so dick wie die am Rand. Ich muss natürlich jetzt vielleicht aufpassen, wie ich die reinschiebe, sonst kann ich die ersten Verband nehmen. Und die Döner weiter vorne hin, weil vorne ist es nicht ganz warm. Das habe ich mal erfunden rausgekriegt. So. Und ich habe mir schon mal überlegt, was kann ich denn eigentlich hier sprechen? Und das ist so die große O-Frage, weil über was wollen wir reden? Also wir machen gerade die 10 und darüber jetzt irgendwie zu reden, ja, ist so, weiß ich nicht. Die Hasen sind fertig. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo so ein Sternchen hin. Ah, nee, kriegen wir leider nicht. Oder? Doch. Guck mal, so sollte es sein, sollte festhängen. Dann kann man den schön hier rausdrücken. Und das war's. So, nächster Teig ausgerollt. Ich hoffe, man erhebt jetzt, also bleibt jetzt mal bitte daran hängen, weil das wäre sehr, sehr schön. Vor allem, weil ich jetzt... Guckt, jetzt hängt er. Weil ich auch hinter mir jetzt das ganze Blech habe. Das muss ich auch nochmal in den Ofen dann machen. Und die sind ein bisschen dick. Wie gesagt, ist mir jetzt aber gerade egal. Das ist die erste Kur, die kann scheiße werden. Nur die zweite sollte mal besser werden. Und ich habe überlegt, was könnte man jetzt hier Schönes bereden. Die Sache ist, ich habe gerade Battlefield freigeschalten und Battlefield ist einfach so gut angekommen bei euch. Wo ich mir denke, alles klar, geht doch nicht, Leute. Also, das ist ja, das Aspekt ist schon voll, deswegen lege ich die gerade hier zur Seite.
Battlefield hat innerhalb von 2 Stunden 5 Aufrufe, 2 Kommentare, einen neuen Abonnenten. Und da denke ich mir so, what? Alter. Also Battlefield wird weiterkommen, sicherlich. Also eine Folge ist ja noch vorproduziert, die müsste jetzt nur noch hochgeladen werden. Die sollte eigentlich auch bald kommen. Und also ich habe einen Plan gemacht, aber den werde ich jetzt wohl ein bisschen neu machen, dadurch, dass Battlefield doch so durch die Decke geschossen ist. Mir war klar von Anfang an, Battlefield wird nochmal richtig geil, aber dass es so krank wird, damit habe ich niemals gerechnet. So, ein Herzen haben wir glaube ich bald genug. Ich weiß gar nicht, wen ich die Herzen schenken soll. Ich möchte gleich hinaus viel vorsagen, so. Ich würde gerne, wenn ich hier in der Nähe wüsste, da oder da ist ein Obdachloser so, der bräuchte Hilfe, so, ich würde sofort Kekse schenken, weil ich mache Kekse gerne und ich helfe gerne. Nur das Problem ist, ich weiß hier nicht in der Nähe, wo vielleicht gerade einer ist. Sonst würde ich das, wie gesagt, gerne machen. Wenn ich in Berlin wäre, würde ein bisschen einmal aus der Tür rausgehen. Da sind ein Haufen. Aber wie gesagt, hier sind es nicht so, was ich wüsste. Und deswegen, das möchte ich gleich mal sagen, helft Leute, helft jetzt vor allem im Winter, jetzt wo es kalt wird. Die Leute brauchen Hilfe. Die draußen sind und Hilfe brauchen, die brauchen unbedingt Hilfe. Sonne, Mond und Sterne, deswegen machen wir jetzt das München hier. Wir sind ja gerade bei der Obdachlosigkeit stehen geblieben. Warum ist der Teig so extrem dick? Ist mir jetzt auch egal. Ey, jetzt wird er dick. Ey, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Da habe ich zwar nicht mehr weiterzugeben. Wie gesagt, ich würde da extrem viel weiterhelfen, wenn ich wüsste, da oder da. Ich müsste eigentlich nach Berlin fahren und da was schenken, aber da sage ich dann doch schon, dann sollt ihr draußen mal mithelfen. Weil bevor ich nach Berlin fahre, das ist ja eine weite Entfernung für mich. Und habe auch nicht genau Zeit. Ja, ich könnte jetzt das Video nicht schneiden und dafür fahren und sowas. Aber guck mal, meine Entfernung kann alles passieren und sowas. Nein, das ist keine fucking Ausrede, aber da müsste ich auch bis nach Köln fahren, um dort die Leute ein bisschen zu helfen. Das, ich glaube, das ist zwar übertrieben gesagt, aber ihr wisst, was ich damit meine. Und der Teig wird jetzt so extrem klein, dass ich jetzt kaum noch was hinbekomme. Das nervt gerade. Ja. Noch ein Bäumchen. Und die erste Lage kann eigentlich schon rein, fällt mir gerade sein, wo der Ofen gerade hinter mir knackt. Und wir reden dann mal wieder über was Glückliches. Das glückliche Thema, über was wir jetzt reden können, ist eine gute Frage. Jahresende. Mein Jahresendvideo ist immer noch nicht fertig. Also ich bin immer noch so, jo, okay, das Video ist eigentlich ja fertig, aber ich will es noch nicht fertig machen. Vor allem muss ich jetzt ganz neue Abonnenten mal dazu was einfügen noch. Und ja, wie gesagt, da dauert das noch einen kleinen Moment. Aber das Jahresendvideo kommt natürlich am 31. raus, am 31. um 12 Uhr. Nee, um 12 Uhr nicht. Wir machen das Jahresendvideo um 18 Uhr. Jahresendvideo um 18 Uhr könnt ihr schon mal reinschreiben. Bis jetzt sitzen 5 Stunden Arbeit dran. 1 Stunde Film. Dadurch, dass ich immer wieder neu anfangen musste. Und 4 Stunden Schneiden plus Recherche. Also Bilder raussuchen, Videos aufnehmen nebenbei. Also Bildschirmaufnahmen, Voice-Aufnahmen. Und da sitzen jetzt ungefähr so um die... Ja, 6 Stunden dran, kann man so rechnen. Und der Teig ist eigentlich schon so klein, dass ich fast sage, okay, ich mache fast gar nichts mehr draus. Aber eine Sache, die machen wir jetzt mal. Aber jetzt wollen wir mal gucken, ob ich das hinbekomme. Es wird jetzt schwer, aber wir versuchen das. Mist! Nee, doch, ist richtig, doch. Aber das hier ist scheiße. Mach mal, wir machen das Video mal. Obwohl wir hätten hier 2-mal. Aber ich glaube. Scheiße! Mann, das hätte so gut klappen können. Ist das oben? Wo ist das oben? Da.
Ist das O irgendwas geworden? Also das O ist was geworden. Also jetzt werde ich nochmal das M und das B probieren. Und das ist am besten, weil das, was nicht passieren darf. Ja, gut. Aber ich sehe, der Teig ist wieder einigermaßen okay. Deswegen. So geht das heute natürlich auch ganz gut. Ach du Scheiße. Was mache ich hier? Das sage ich mich alle Jahre wieder. Aber das wird schon was. Wenn ihr seht, wie das W jetzt entsteht. Super, jetzt soll es nur noch nicht kaputt gehen. Ah, perfekt. Perfekt, Leute. Es wird schon zusammenbacken. Das wird was. So, und diesen Rest werde ich jetzt irgendwie draufpacken, obwohl ich glaube, ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee. Ja, das Stück kommt für Türisch nachher mal klein, das ist sonst ein bisschen zu groß. Wenn man das schneiden könnte. Alter! Oder so. Wir nehmen das kleinere Stück. Ob das nicht so schön aussieht, aber... So, und dann machen wir hier Schokolade rein. Nüsse. Ja, Nüsse sind drin. Und jetzt können wir noch ein bisschen Streusel drauf. Und wenn jeder sagt, Mensch, machst du hier eine Kaloriebombe? Nein, das ist keine Kaloriebombe. Ich habe damals noch einen größeren Klumpen gehabt, da habe ich sämtliche süßen Sachen reingeschmissen. Also da ist wirklich, dass hier noch ein Scheißdreck dagegen. Das machen wir vielleicht noch ein bisschen rund. Da habe ich so welche Perlen reingeschmissen, da habe ich sonst irgendwelche Sachen reingeschmissen. So, wir sind ja jetzt hier relativ fertig. Ich würde mal sagen, ich werde hier aufräumen in der Zeit. Und ihr schaut der, weil die erste Nahrung schon drin ist, der zweiten Nahrung dann komplett beim Backen zu. Da sehen wir uns gleich wieder. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt, aber ich möchte jetzt, ich habe schon ein paar Kekse gegessen, ich habe gerade einen Zuckerschock, glaube ich. Ey, mir ist so süß. Aber ich wollte das Ding jetzt mal mit euch jetzt noch aufschneiden. Ich habe Angst, das Ding jetzt aufzumachen. Ich weiß nicht, ob man mich sieht, ich weiß nicht, ob man das Ding sieht. Ich hoffe, man sieht das hier. Und ich bück mich schon, damit man mich ein bisschen sieht. Es ist weich.
Es ist leicht schokoladig. Oh, Leute, ich hab sowas. Oh nein, nein. Wenn Sie unter Zuckerschock. Wenn ihr es nochmal sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben da. Nice. Das sieht geil aus. Dafür, dass ich das durchgeknetet habe, ja nochmal am Ende, müsste ich ja gezeigt haben, es ist relativ geil in der Mitte. Nee, das ist Massenproduktion. Soll ich mal so ein Eckchen hier kosten? Wenn ich das geschnitten bekomme. Also es riecht sehr nach Schokolade. Ich würde vielleicht keine Vollmilch Konfitüre nehmen. Weil die Mille anders schmeckt. Oh, wie es einfach eine Masse ist. Oh, das ist heiß. Süß ist es nicht. Der schokoladige Kern schmeckt eben komisch, weil es Konfitüre ist. Ah. Hm. Man kommt lange dran rum. Zensurmäßig eine 4. Also, man kann es essen. Ich will es aber nicht normal essen. Wir können noch mal eins machen mit einem richtigen Zuckerschock. Wenn ja, dann schreibt mir es unten rein. Ich weiß nicht, ob ich wollte abnehmen. Ja, und sonst, ja. Es sind ein paar leider verbrannt. Das Man of the World ist leider komplett demoliert. Und sonst schmecken ja die Kekse. Aber Leute, ich würde mal sagen, das war's mit dem Video. Nächste Woche gibt es ein schwarz-weiß Video. Danach soll es Vanillekipferlinge geben und dann nochmal Heidesand. Heidesand wird nochmal besser. Da wird es richtig alkoholisch, das sage ich jetzt schon. Vanillekipferlinge habe ich noch nie probiert. Und schwarz-weiß sind eigentlich genau das gleiche hier. Bloß ich will das als Röhrchen machen. Mal gucken, ob es da einen Unterschied gibt vielleicht. Aber sonst, Leute, verabschiede ich mich mit diesem Plätzchen. Nee. Nee, das war ich nicht. Mit diesem Plätzchen. Ciao, ciao.